Ja, hallo, ich grüße euch. Und zwar wollte ich euch den Speed Michael vorstellen. Das also vor dem Halloween Event, weil na, also während des Halloween Events gibt es nur das, den einen Myers, nämlich den Rollschuh Myers, und das ist super fast. Dann kommt nicht mal das Bild. Wie komme ich auf dieses Dings? Also dieses Perk-Bild. Ihr seht ja gerade nur zwei Perk-Slots, weil das sind feste, so gesagt. Das eine kann man eigentlich immer nehmen, das Ding ist nur, also die Perks sind immer ein bisschen random, weil ja, das Ding ist, das für das eine brauchst du den, das andere brauchst du den Gen, das andere brauchst du keine Ahnung was. Ja, ihr braucht auch Maps, wo das gut funktioniert. Wenn ihr gut Map Overlays habt, dann nutzt die also einfach, ja, wo ihr einfach von A zu B einfach ganz schnell seid. Ja, fangen wir mal an, erstmal mit den zwei Perks, die ich hier fest dran habe. Das wäre einmal sein eigenes Perk, spiele mit dem Essen. Ich kriege drei Zähler, insgesamt kann insgesamt drei Zähler bekommen. Das sind pro Zähler 5%, also 15% mehr Movement Speed. Meyers ist sowieso Stufe 3 Ultra Speed unterwegs. Ich meine eigentlich, dass der auf Tier 3 eigentlich seine normale Geschwindigkeit hat, immer wie immer. Es sieht halt einfach nur schneller aus, weil er einfach seinen Arm einfach besser schwingen kann und durch Sachen wolken kann. Ne? Deswegen sind ja auch ein paar Perks wie Bamboozled und also ein paar Blüffen einfach auf ihn gut, wenn man es auf Tier 3 auch anlegt. So. Ne, alleine schon das Perk-Spiel mit dem ersten 50%, also damit ist Hope und wird dafür geschaffen, einfach tot. Du bist 160% schneller. Nur. Der Meyers ist, ich glaube, normal schnell, also 115. Ich guck mal kurz in die Stats für Tier 2. 4,6 Meter. Ich meine, 4,6 Meter sind Trapper. Ich gucke gerade, weil ich nicht genau weiß. Ja, Trapper-Geschwindigkeit. Das sind ist Trapper-Geschwindigkeit. Das steht, zählt für Stufe 2, weil Stufe 1 ist er langsamer. So, und das Ding ist, dass ja, Stufe 3, das möchtest du eigentlich nicht, dass Meyers auf Stufe 3 ist, aber ja, das ist ein anderes Thema. So, da kommt noch zu, maschinelles Lernen von der Singularität. Du musst erst einen anderen Generator treten und danach den einen. Das reicht auch einfach, wenn ihr irgendwie einen Generator tretet, der einfach angefummelt ist. Und danach findet ihr auf, und mit gut Glück findet ihr einen Generator einfach, der weit genug ist. Und deswegen sage ich kleine Maps, weil dann ist es besser für euch. Und ja, da kriegt, wenn das funktioniert, dann sind das 10% mehr Eile. Und also ihr habt das 30 Sekunden lang, ihr seid unentdeckbar und 30%. 30, ja genau, 30%, genau, ja. 30 Sekunden lang habt ihr Eile. Also unentdeckbar, damit rechnet keiner bei Meyers. Glaubt mir, also das ist auch arg gefährlich für die Säuber. Ja. Also der ein oder andere Rebel ist schon dabei, wenn man unentdeckbar ist. Das Ding ist, meistens kommt es erst im Endgame richtig zum Laufen, weil da man, wenn man eventuell eine Regen hat, dann eine von den drei Gens und der dann am weitesten ist, eigentlich spielt man eigentlich auf das Endgame. So irgendwie, wenn man dann das Perk hat, dann und da dann drei Gens, dann versucht man, dass man den auf jeden Fall anbekommt, dass man das da angeht, weil dann hat man nämlich diesen Vorteil. Das sind zwar 30 Sekunden, aber in 30 Sekunden kann man echt viel umreißen. Wenn es so noch kommt, dass man, warum auch immer, keinen Schlag ausgeteilt hat oder Leute weggezogen hat von Generatoren oder aus Schränken oder, obwohl, mittlerweile geht es ja nicht mehr von den Haken zu ziehen, aber ne, wenn man keinen Grundangriff oder Spezialangriff ausführt, sondern irgendwie wegzieht, dann ja, also von oder von der Palette wo wegzieht oder was weiß ich was, dann beidet eure Stacks. Wenn man das auch immer wie immer geschafft hat, bis zu Endgame, dann hat man schon alleine damit. Das sind zwar 30 Sekunden erstmal, womit das hält, aber es sind verdammt nochmal 25%. Das darf man sich nicht außer Hand. Ihr seid unentdeckt und habt 25% mehr Movement. Das ist einfach nur sass dann, würde man sagen. Dann müsst ihr euch entscheiden. Das Ding ist, dass, also bei Meyers ist das nicht schlimm. Ihr könnt das Alien-Ding nehmen, das
Ach nee, Moment, das war nicht das Perk, das war ein anderes Perk, womit man kein Blattlast aufbaut. Da habt ihr einen Pro-Schlag 5%. Das Ding ist, ihr müsst einen Schlag austeilen. Das heißt, euch wird viel mit dem Essen zu Verhängnis. Dann verliert ihr einen Stack. Für euch habt ihr dann immer noch zwei Stacks. Und damit gleicht ihr euch eigentlich auch einen Stack aus. Damit habt ihr eigentlich genau den Flash-Movement. Ist also irgendwo Perk-Verschwendung. Es sei denn, man spielt Spielgemeinde, dann nimmt man das Perk mit. Umso mehr Speed, umso besser ist es. Da muss man abwägen. Genau, ich habe noch eins gefunden. Moment. Ich muss dafür Paletten eingeben, weil es hat mit Paletten zu tun. Nein, kein Zorn des Gespenst oder so. Das ist nämlich von der Schädlerin. Ausnahmsweise eventuell ein Boost-Perk. Das Ding ist, es ist wieder nicht Obsession-bedingt. Eventuell könnt ihr ein paar Paletten ausziehen, dann habt ihr das eh dann. Wenn du das Talent, wenn du das Ziel dann besetzt hast, jagst, wird dieses Talent aktiviert. Da ist Beschädigung für den Generatoren. Und das Zerstören von paar Mauern oder Paletten gewährt dir 10 Sekunden lang den Effekt Heile. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel auf Dead Cells Saloon, wo es genügend Wände gibt, ein bisschen die Obsession davor noch gejagt habt, dann habt ihr 10% insgesamt, könntet ihr da. Ihr müsst ja nur jagen, tatsächlich. 30%. So, dann nehme ich noch ein Perk mit, was eventuell ein bisschen unbeliebter ist, ich weiß. Aber es ist halt ein Speedmeier-Speed. Es kommt nicht drauf an, was es ist. Und so. Ich geh einfach zu den Flüchen. Es geht nämlich um Fluch, niemand in Rennen tot. Es geht nicht darum, dass sie gefährdet sind. Mit Meiers ist man auf Stufe 3, sind die also sowieso gefährdet, dass du dann keinen. Es geht um die Gefährdungsgeschwindigkeit. Früher war das 5%, das sind 4%, das macht 1% macht viel aus. Aber mit 34% mehr Move bei dem Endgame. Also, ihr müsst bedenken, das habt ihr nur 10 Sekunden erstmal, weil dann fällt das Perk weg. Ne? Ihr habt natürlich, bevor Nord aktiv ist, habt ihr natürlich die anderen drei aktiv. Aber wenn ihr im Endgame das schafft, dass euer Totem auch nicht, dass alle Todes nicht gemacht werden, das ist auch noch so eine Sache. Aber wenn ihr es schafft, dann habt ihr für 10 Sekunden 34% mehr Movement Speed. Und dann fällt das natürlich weg, hier das eine. Dann habt ihr halt immer noch 30%. Und dann nach 20 Sekunden habt ihr nur noch, eventuell habt ihr halt nur noch 19, aber in der Zeit werdet ihr Leute geschnappt haben. Na, kommt immer, macht immer 99% auf Stufe 3, glaubt mir. Das wird man einen danken. Ihr könnt auch einfach aufgezählte Hoffnung nehmen. Das gibt euch sogar beim zweiten Zähler ab dem zweiten Zähler 5%. Das heißt, es würde 1% mehr geben und ihr könntet eventuell im Endgame jemanden Muri. Das heißt, ihr könntet oder vorher schon einen rausholen. Na, also rausziehen. Dann. Das wäre auch so eine Sache, aber das Ding ist, das leuchtet halt am Anfang schon und das nicht. Das heißt, die wissen erst im Endgame davon. Und davon wissen sie, ja, wissen, könnten sie schon während der Runde. Das ist immer so ein Zwiespalt. Bei Fluchtotus ist das immer so kritisch. Das Ding ist, es ist nicht mal was offen hier, um irgendwie um sterblich mitzunehmen. Hat schon öfter geklappt, dass niemand tot und unsterblich, dass das beides triggert im Endgame. Wenn die Protoss-Bombs mal gut sind, dann ja, dann hat man eigentlich viel davon. Also es gibt so komische Spawns manchmal, wo ich mir denke, wie kommt das dahin? So, um euch zu boosten, damit ihr schneller auf Stufe 3 kommt, ihr könnt den Dauer-Tier 3 nehmen. Na, also, wir sind das, dann am besten das, dann seid ihr schneller. Dann habt ihr Dauer-Tier 3 oder ihr macht das so: ihr nehmt halt die Gedenkblume mit, da habt ihr 11%, oder? Und dann nehmt ihr Gedenkseite für Judy Myers halt, ne? Also für Jay Myers. Damit habt ihr 25%, ihr habt insgesamt 36%. Ihr könnt auch, keine Ahnung, zum Beispiel das hier austauschen oder das austauschen gegen das hier. Da habt ihr, wenn ihr Obsession dann ein bisschen stockt, dann habt ihr 40%. Ich habe es tatsächlich noch nie richtig ausprobiert, ob das viable ist. Das kann man bestimmt mit anderen Perks kombinieren, dann, na, wie zum Beispiel mit dem Ghostface Perk oder Nemesis Perk, also das Perk Nemesis tatsächlich. Damit kann man es bestimmt gut kombinieren, weil dann hat man, das müsste ich eigentlich mal ausprobieren. Ich habe das tatsächlich noch, ich habe das glaube ich noch einmal oder zweimal gespielt, dieses Addon, weil ich dann, bei mir, ich hatte am Anfang, hatte ich Addon-Mangel sehr stark und dann habe ich viele von denen gehabt und dann
Hat er gesagt, ja komm, na, die Obsession werden wir schon mal irgendwann über den Weg laufen können. Es war nicht so gut, aber wenn ihr die Obsession vor euren Augen habt, sorgt sie. 40%, das ist halt einfach schon schnell. Ne? Wenn ihr bedenkt, ihr habt mit den beiden Addons nicht mal ansatzweise 40%. Ne? Ihr seid in Stufe 2 sehr, sehr schnell, wenn ihr aufpasst. Ich kann euch empfehlen, nehmt Deaddog zu Loom. Was hat Deaddog? Ich hab den noch gerade eben noch gehabt. Deaddog. Hier. Ich hab noch eine davon. Wenn ihr, je nachdem, wo ihr spawnt, wenn ihr so spawnt, dass ihr auf den Saru gucken könnt, oben, diesen einen Gen, wahrscheinlich wisst ihr, was ich meine. Guckt einfach irgend, guckt, start die einfach an. Je nachdem, wie viele da sitzen, könnt, seid ihr schon auf jeden Fall Stufe 2 in wenigen Sekunden. Selbst wenn da einer sitzt, start da einfach hin. Jede Sekunde ist eine verlorene Zeit für die. Weil jede Sekunde, die ihr habt, gewinnt ihr. So, ne? Das ist wie beim Oni. Gebt ihr dem Oni die Power, ist auch bisschen problematisch. Ich habe auch schon geschafft, dass ich Tier 3 gewesen bin, also fast Tier 3, weil ich muss halt auch noch da hoch. Dadurch habe ich dann, ich hätte Tier 3 schon sein können, aber ich habe das dann erst kurz vor ich da wirklich jemanden hatte, dann aktiviert. Und dann habe ich vor dem ersten Gen habe ich jemanden schon down gehabt. Ich hab 3 Downs gehabt. Also das ist schon krass, viel unterschätzen wir jetzt. Die sagen, der ist am Anfang schwer anfällig. Das Ding ist, in den richtigen Händen ist jeder Killer stark. Es kommt immer darauf an, wer hinter dem Fernseher sitzt oder Bildschirm oder Monitor sitzt halt, ne? Und deswegen, jeder Meister, den ihr trefft, sollte respektiert werden. Ja. Also, ich spiele schon sehr selten leider gegen Meister. Ich würde echt mehr gegen Meister spielen. Aber ich, wenn ich einen sehe, ich traue dem bis zum Endgame über nicht über den Weg. Ich habe schon alles gesehen mittlerweile. Und ich freue mich schon auf das Bone Chill Event. Also vor allem erstmal freue ich mich auf das Halloween Event und dann freue ich mich auf Bone Chill Event nochmal zusätzlich. Vorher, also ich hoffe, das kommt dieses Jahr. Weil es macht eigentlich richtig Spaß mit den Schneemännern, mit Eismännern da rumzustehen. Deswegen, also, wenn das Haunted by Daylight kommt, dann werde ich ein paar Videos von mit den Männern rausholen. Dann, ich habe noch vom letzten Jahr 20 von diesen Vollserums und ich habe hier 20, 13 momentan noch von den T-Dauer T3 und das in Kombination. Das spielt man auch nur zum Joke. Also, es ist lustig. Ich will eigentlich noch was ausprobieren, noch auf jeden Fall. Aber damit kann man gar nicht viel Schrecken einjagen. Aber, ja, ich hoffe, dass ihr das so verstanden habt, dass wenn ihr Fragen habt, fragt, wenn ihr vielleicht vielleicht ein paar Änderungsvorschläge habt, dann macht, fragt, sagt das immer rein in die Kommentare, damit es gut ist. Ja, man kann natürlich den Fluch austauschen. Ne, ist es immer so eine Sache mit den Flüchen, aber als ich angefangen habe mit DWD, hat man Ruin und Unsterblich gespielt. Oder Ruin und hier aufgezerrte und unsterblich oder ich habe selbst das schon gesehen, verdoppelter Boden mit dem gesagt, kann man einfach dreimal, ne, warte mal, da kann man einfach zweimal verdoppelter Boden zünden. Ja, weil das eine, weil das zählt ja das, als das, deswegen. Das ist auch witzig. Ja, deswegen, man darf da halt vieles nicht unterschätzen. Ich müsste da nochmal alles genau schauen, aber ich meine, das sind so richtig krasse auch. Vor allen Dingen, dass auch der Engelsberg ist richtig krass. Also, wenn du nur drei Zähler hast, ich meine, es war mal anders. Ich meine, es waren mal nur drei. Damit hast du einfach nur das Addon hier ausgekontert hat mit 9%. Das heißt, du hast dann einfach war es normal schnell und nicht 9% langsamer. Das heißt, das ist auch wieder ne, 15% und dann minus 9. Es sind halt einfach 6%, die ihr trotzdem noch schneller seid, wenn ihr das natürlich habt. Ja. Aber jeder Zähler, der da ist, ist gut. Wenn ihr Leute Mori wollt, dann Morit sie und guckt, dass sie die töten könnt und nicht einen Zähler verschwendet. Weil jeder Zähler ist, kann heilig sein. Das kann jeder 5%, die ihr vergibt, kann euch
kosten. Das kann euch eventuell auch ein Loot kosten. Oder die Blätter im Kopf holen. Ihr könnt da von mir aus auch einfach Verblüffen reintun, dann habt ihr halt 3 oder habt ihr halt 1, dann habt ihr halt ein, habt ihr halt 4% oder 5% weniger Speed, aber. Ja. Nehmt Gnadenstoß, nehmt irgendwas mit. Verblüffen. Na, wenn ihr euch eine Map wünscht, vielleicht wo ein bisschen mehr. Ja. Dings sind, Sachen, die ihr zerstören müsst, dann Stärke. Ihr könnt einfach alles mitnehmen, aber es war nur ein Vorschlag mit dem Perk-Bild. Ihr könnt auch Geiselhaken Henkerschreich mitnehmen, das ist mir völlig egal. Grüße an Kamera, wenn du bis hierhin geschaut hast. Der mag das Perk sehr gerne. Wenn ihr mal bei ihm im Chat vorbeischaut, dann schreibt mal Hashtag Henkerstreich. Einfach in den Live-Chat oder einen Kommentar Hashtag Henkerstreich. Dann schreibt oder schreibt einfach Grüße vom Gamerzug Henkerstreich. Irgendwie so. Das ist einfach dann witzig, weil ich bin ja bei Camera Mod, ne, bei Gamer Gaming. Und der macht ja auch dieses Camera Struktur. Ne, also Props auch an ihm. Ja. Wer bis hierhin geschaut hat, ja, vielleicht schafft es irgendwer auch mal Kanalmitglied zu werden. Wäre auf jeden Fall auch mal nett. Ist alles kein Muss. Ich werde erst ab dann die Vorteile austeilen, natürlich, wenn dann da auch wer Kanalmitglied ist, aber vorher bringe ich die Videos raus, so wie es halt ist. Na, und ja. Bis wir uns dann wieder hören, wünsche ich euch auf jeden Fall eine schöne restliche Woche und ciao.